Wo denn dieser Ernie nur wieder bleibt? Ernie? Bist du's, Ernie? Wie gut, dass du endlich wieder da bist. Oh, danke, Bert. Ja, fabelhaft. Weißt du, ich bin schon mächtig hungrig. Ich auch, Hast du Bert. Was zu essen für mich? Aber natürlich, reichlich. Ach, ich habe was Gutes für uns beide gekauft, Bert. Was ist es denn? Also für mich habe ich dieses Brot hier. Ah ja, und was hast du für mich gekauft? Was ich für dich habe? Ja. Ich habe ein Glas Nusscreme. Ah, Nusscreme mag ich besonders gern. Ich danke dir. Nicht Vielen der Dank. Rede wert. Ja, wie soll ich die denn essen? Ganz einfach. Natürlich mit einem Aber Löffel. Aber ich habe keinen Löffel. Du, Ernie. Ja, Bert? Sag mal, wie schmeckt dein Brot? Wie dein Brot schmeckt? Ein bisschen langweilig, Bert. Ja. Wie Brot eben schmeckt. Trocken, ohne was drauf, weißt du? Du hast Brot. Trocken. Du hast Brot und ich habe Nusscreme. Du, Ernie, ich glaube, wir sollten mal über das Abgeben miteinander reden. Nein, Bert, ich bin jetzt zu hungrig, um über das Abgeben Hör mal zu reden. Ernie, ich schlage vor, du gibst mir eine Scheibe von deinem Brot ab. Was hältst du davon? Davon halte ich gar nichts, Bert. Nein, das Brot magst du ganz bestimmt nicht. Ja, das ja, ist natürlich, dir sicher viel zu recht, trocken. Aber ich könnte meine Nusscreme drauf tun. Ja, und weißt du, was du dann hast, Bert? Ich glaube schon. Ein echtes Nusscreme-Brot. Stimmt, genau. Bert. Was? Mir fällt da gerade was ein. Was fällt dir schon wieder ein? Hör jetzt mal zu, ja. Bert. Also angenommen, ja. Weißt du, nur mal so angenommen. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Stück Brot. Ja. Und du beschmierst es dann mit Nusscreme. Ja. Dann hast du doch ein Nusscreme-Brot, stimmt's? Richtig. Und wieder angenommen, um den Gedanken weiterzuspinnen. Aha. Also angenommen, du gibst mir ein bisschen von deiner Nusscreme. Ja. Und ich beschmiere dann mein Brot. Ja. Dann hätte ich doch auch ein Nusscreme-Brot. Du sagst es, Sehr Ernie. Guter Einfall. Das ist genau also, das, was du, ich mit Abgeben gemeint habe. Das ist ein sehr guter Einfall von mir, ja. Nicht, Bert? Also los. Nun ich nehme gut, lass uns jetzt das Brot beschmieren. Und ja? Schon geht's los. So, und jetzt tust du mir etwas von meiner leckeren ja, Nusscreme Bert. Drauf. So, jetzt ist hast alles du in ein Ordnung. Messer? Aber natürlich habe ich ein Messer. Dann kann's ja losgehen. Oh, sieh dir das an. Ich kann's kaum erwarten. Ein bisschen Nusscreme auf das Brot. So? Ja. Genug jetzt. Ich kann es nicht mehr abwarten. Das reicht ja, Ernie. Ich habe schon solchen Hunger. So, jetzt noch eine Scheibe drauf. Ja, ich bin schon dabei. Und dann durchschneiden. Ich teile es jetzt, ja, in zwei Hälften. Moment. Oh, das wird mir schmecken. Ich kann es kaum erwarten. Dim-du. Gut, ja. Dim-du. So, jetzt gibst du mir die eine Hälfte und du nimmst die andere. In Ordnung. Hier ist deine Hälfte, ja, Bert. Dankeschön. Guten Appetit. Mmh, ah, wirklich toll. Und so appetitlich. Ganz vorzüglich, ja. Das muss man sagen. Wirklich ausgezeichnet, Bert. Wie gut, dass wir auf die Idee mit dem Teilen gekommen sind. Die Nusscreme-Brote schmecken wirklich ganz lecker. Ja, klebt sich ein bisschen am Gaumen. Das Kleben ist nicht weiter schlimm, schmeckt trotzdem fabelhaft. Weißt du, was wir jetzt noch brauchen, Bert? Was brauchen wir denn noch, Ernie? Wir brauchen noch jemanden, der uns was abgibt, Bert. Aber wieso denn, warum denn? Wir brauchen jemanden, der hungrig ist und was zu trinken hat. Ja.